Namibia. Im südlichen Afrika liegt der Staat am Atlantischen Ozean zwischen Angola, Botswana, Sambia und Südafrika. Der Name des Staates leitet sich von der Wüste Namib ab, die den gesamten Küstenraum des Landes einnimmt. Namibia ist aufgrund des großen Flächenanteils der Namib-Wüste nur sehr dünn besiedelt. Das Land hat etwa 2,1 Millionen Einwohner. Auf unserer 14-tägigen Reise erfahren wir einiges über das Land, die Leute, die Kultur und die Sehenswürdigkeiten. Unsere Tour beginnt in der Hauptstadt des Landes in Windhoek und führt uns über den Nauklift-Nationalpark zum Dünenmeer Sossusvlei. Von dort aus geht es in Richtung Swakopmund. Am Brandberg vorbei geht es zum Etosha-Nationalpark und von hier aus wieder zurück nach Windhoek. Begleiten Sie uns auf unserer 14-tägigen Reise in dieser und den nächsten Folgen. Unsere Reise beginnt in Deutschland am Flughafen Frankfurt-Main. Von hier aus fliegen wir mit Air Namibia über Nacht direkt nach Windhoek. Der Flug dauert ca. 10 Stunden und 30 Minuten. Am Flughafen Windhoek werden wir direkt von unserem Reiseguide abgeholt. Zunächst geht es zu einer Lodge, auf der wir nun erst einmal frühstücken können. Auch die ersten Tiere gibt es hier zu sehen.
Unsere Tour führt uns heute vom Flughafen aus erst einmal nach Windhoek, wo wir unser Hotel beziehen. Hier konnten wir uns dann auch erst einmal ausruhen und uns ein wenig aufs Ohr legen. Natürlich lernen wir hier untereinander auch die anderen Mitreisenden der 10-köpfigen Reisegruppe kennen. Abends geht es dann in ein Restaurant und wir ließen es uns hier gut gehen. Mehr von unserer Tour siehst du in der nächsten Folge.